Ich darf Sie ganz, ganz herzlich zu den 11. Annaberger Klimatagen begrüßen und muss ganz ehrlich sagen, Sie haben schon etwas verpasst. Denn gestern Abend fand in der Annenkirche ein ganz zauberhaftes Konzert statt. Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung. Die meisten hier im Raum kennen diese wunderbare Kirche. Und diese Kirche ist auch mit einem Namen verbunden, eines Mannes, der seit 1978 die Bauleitung bei der Sanierung dieser Annenkirche hatte, Jürgen Förster. Und manche von Ihnen wissen sicherlich, dass wir den ehemaligen Landrat am 14.02. diesen Jahres durch einen sehr tragischen Unfall verloren haben. Und deswegen möchte ich Sie kurz bitten, in seinem Angedenken eine kleine Gedenkminute einzulegen mit mir. Ganz herzlichen Dank. Wir haben auch im Hinblick auf die Annaberger Klimatage Jürgen Förster eine ganze Menge zu verdanken. Und er hat uns bei zahlreichen Führungen nicht nur diese Kirche und diese wunderbare Stadt näher gebracht, sondern er hat mit seiner Gastfreundschaft, der Gastfreundschaft des Landkreises, die durch Sie weitergetragen wird, sehr dazu beigetragen, dass auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die uns aus den ferner im Westen der Republik liegenden Regionen beehren, dieser Teil Deutschlands mit auf die Landkarte gekommen ist, und das ist gut so. Im Landratsamt damals gab es noch einen zweiten Menschen, Thomas Thiele. Und auch Thomas Thiele ist nicht tragisch vielleicht, aber traurig verstorben. Kurze Zeit später, am 26. Februar diesen Jahres, nach sehr langer und sehr schwerer Krankheit. Das wissen manche von Ihnen nicht, weil er nie groß in Erscheinung getreten ist bei den Annaberger Klimatagen, aber er war auch einer der, was ist der Plural von Spiritus Rector, Spiritae Rectorae oder irgend so etwas, also der gedanklichen Väter dieser Veranstaltung. Und auch er wird uns fehlen. Wir sind im Heute und wir schauen nach vorn ins Morgen. Blinder Fleck, weißer Fleck, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ein weißer Fleck ist in der Regel etwas, was auf einer Landkarte fehlt, weil dazu keine Daten existieren. Ein blinder Fleck ist noch ein bisschen etwas anderes. Doch seien wir ehrlich, wir haben kein Erkenntnisproblem, auch nicht im Hinblick auf das Mittelgebirge, auch nicht auf das sächsische Mittelgebirge. Wir wissen aus naturwissenschaftlich-technischer Sicht sehr wohl, was passiert, was bereits geschehen ist im Rahmen des regionalen Klimawandels. Und wir haben doch sehr konkrete Vorstellungen davon, wie sich das zumindest bis zum Ende dieses Jahrhunderts weiterentwickeln wird. Sie werden davon auf dieser Tagung brühwarm sozusagen eine recht große Spannweite an Erkenntnissen präsentiert bekommen und daraus spätestens erkennen, dass es richtig ist, was ich gesagt habe. Wir haben ein Umsetzungsproblem, meine Damen und Herren. Das hat sehr viele unterschiedliche Gründe, die ich jetzt in dieser kurzen Begrüßung gar nicht beleuchten kann. Aber dazu gehört auch, dass wir in unserer Fällen verwaltungstechnische Dinge höher einschätzen als die rational-technischen Notwendigkeiten oder die Praktikabilitäten. Und ich denke, darüber sollten wir immer wieder nachdenken und vor allen Dingen konkrete Lösungen finden, um uns nicht selber zu behindern. Mein Kollege Christian Bernhofer, der eigentlich da sitzen sollte und jetzt hier sitzt, und ich, wir werden Sie heute durch das Programm führen. Und ich möchte Ihnen nicht das Programm weiter kommentieren, denn Sie alle haben eine Ausführung davon. Und stattdessen darf ich sehr herzlich
unseren Staatsminister Thomas Schmidt begrüßen und freue mich auf seine Eröffnung. Ja, vielen Dank, Herr Professor Matschulat. Ich habe ja schon meine Freude zum Ausdruck gebracht, Sie heute hier wieder zu treffen. Genau das Gleiche gilt natürlich für Professor Bernhofer. Wir haben es erst neulich in Dresden an der TU gesehen. Ich begrüße recht herzlich die Abgeordneten aus dem Landtag, meine Kollegen Herrn Wehner und Herrn Viweg, den Landrat Frank Vogel aus dem Erzgebirge, den Oberbürgermeister Herrn Schmidt hier aus Annaberg und natürlich all Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der kommunalen Familie. Es ist mit Sicherheit etwas Besonderes, so eine Veranstaltung, so eine wissenschaftliche Veranstaltung hier nun zum 11. Mal durchführen und für mich nun, ich glaube, zum 3. Mal eröffnen zu dürfen. Und als die Anfrage kam, ob ich das nicht bloß zum 10. Jubiläum, sondern nun auch zum 11. Mal machen würde, dann war das Gespräch im Büro völlig klar, wenn es irgendwie geht, mache ich das, weil ich das für eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung halte. Und das zunehmende Interesse, man hat mir gesagt, ja, wir mussten einen größeren Raum wählen, weil die angemeldeten Personen gar nicht mehr hineinpassten, zeigt mir doch, dass das Thema ein nicht nur sehr aktuelles ist, sondern auch die Qualität der Veranstaltung ein sehr hohes Niveau hat. Und deshalb ist es für mich eine große Freude, auch heute wieder hier dabei zu sein. Über das Klima wird sehr, sehr viel gesprochen. Es kommt auch immer wieder mal die Forderung, wir müssen den Beirat noch gründen und das beratende Gremium noch dazu. Aber Professor Matschulat hat schon gesagt, das Beste wäre, man setzt etwas um. Und das sind solche Veranstaltungen des Wissenstransfers für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Und wir orientieren uns an internationalen Beschlüssen. Das Pariser Klimaabkommen ist so ein Meilenstein gewesen. Dort ist auch die Verhinderung des Klimawandels mit Klimaanpassungsstrategien so eng verbunden worden wie bisher noch nicht. Und genau das ist auch unser Ansatz. Und wir können uns natürlich lange streiten, was ist da nun der richtige Ansatzpunkt und die richtigen statistischen Werte. Eins ist klar, überall ist der Klimawandel bereits heute zu spüren. Wer das heute noch leugnet, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Die lang anhaltenden Witterungsphasen, die Trockenheit, wir haben heute gerade darüber gesprochen, Dr. Gehry gesagt, schade, dass das Wetter so schlecht ist. Ich sage, das ist das beste Wetter, was ich mir hätte wünschen können, als Landwirt oder als für die Forstwirte, für die Gärtner. Es war für mich gestern Abend eine richtige Erlösung, als dieser Regen endlich kam und vieles hoffentlich noch rettet, was schon gefährdet schien. Also wir müssen uns überlegen, wo setzen wir künftige Handlungsschwerpunkte, und dort ist der Werkzeugkasten eben sehr, sehr groß. Es gibt eben nicht die eine Lösung, dass man einfach sagt, in Zukunft fahren wir jetzt elektrisch und alles ist gelöst. Das ist es eben gerade nicht. Es ist ein ganz, ganz großer Baukasten. Es gibt viele Handlungsschwerpunkte, natürlich nicht nur der Energieverbrauch, sondern die Energieeffizienz. Themen wie Kreislaufwirtschaft, was für mich eine ganz wichtige Ressource der Zukunft ist, Innovation im Wärmesektor, im Gebäudemanagement und natürlich nicht nur im Individualverkehr, sondern generell im Verkehr und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, die wir angehen müssen. Forschung und Entwicklung werden bei diesen Aufgaben mit Sicherheit entscheidende Impulse setzen. Wir wollen das begleiten oder wir begleiten das als Ministerium, haben dazu auch unsere Zukunftsinitiative Simul Plus auf den Weg gebracht, um Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Dienstleistungen zusammenzubringen und Lösungen zu finden. Wir sind in Sachsen nicht schlecht aufgestellt, auch das sollte man
durchaus auch mal voller Stolz sagen. Wir haben ganz viele international anerkannte Forschungseinrichtungen, die TU Bergakademie Freiberg, das Institut für ökologische Raumordnung Dresden oder auch die TU Dresden selbst. Letztere Einrichtung ist langjähriger Partner bei der regionalen Klimaanalyse, was für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Auch das UFZ, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, was zum Beispiel einen Dürremonitor zum Bodenzustand anbietet. Das Leibniz-Institut für Forschung in Leipzig, das zu Wolken und Aerosolen forscht, oder auch das Center for Advanced Water Research, das sich einen Namen mit seinen Forschungen zu urbanen Wassersystemen einen Namen gemacht hat. Viele weitere wären zu nennen, also wir sind gut aufgestellt. Weitere wichtige Mitspieler beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel sind auch nachgeordnete Einrichtungen, die zu unserem Ministerium gehören, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit seinem Forschungsschwerpunkt zu Wetterextremen, die Landestalsperrenverwaltung, der Staatsbetrieb Sachsenforst und auch unsere Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft. Darüber hinaus ist der Deutsche Wetterdienst, wäre der Deutsche Wetterdienst zu nennen, die Deutsche Meteorologische Gesellschaft. Und die möchte ich an dieser Stelle keinesfalls vergessen, unsere Kommunen, unsere Landkreise, unsere Städte und Gemeinden, die sich diesen Themen intensiv stellen. Wir haben als Ministerium eine für das kommunale Engagement im Klimaschutz verschiedene Instrumente. Wir haben erst vor kurzem das Zertifikat im kommunalen Energiemanagement wieder an verschiedene Gemeinden übergeben. Wir haben auch die Kommunen für Engagement im Klimaschutz auszeichnen können. Diesmal waren es Görlitz, Lengenfeld im Vogtland, Kipphausen, Obergurisch oder Moritzburg. Aber viele weitere sind hier dabei. Es ist dieses kommunale Energiemanagement, soll ja auch Impulse setzen, soll Beispiele nennen. Es muss nicht jeder in diesen Formaten mitmachen, aber sollte sie in Teilen oder von mir aus hoffentlich auch ganz in seinen Kommunen am Ende umsetzen. Auch bei der Anpassung an den Klimawandel haben wir engagierte Kommunen wie Dresden mit seinem Reklamprojekt oder Chemnitz und Delitzsch mit ihrer Teilnahme am European Climate Award und mit unserem Projekt Live Local Adapt werden wir weitere Kommunen für das Thema gewinnen. Sie alle sind Teil der großen Gemeinschaft aus Fachleuten und Praktikern, die hier im Freistaat mit viel persönlichem Enthusiasmus und dem frühzeitigen Vernetzen für ein gutes Fundament für diese Auseinandersetzung mit dem Klimawandel sorgen und mit ihrem Wirken bereits hier Wertvolles geschaffen haben. Was ist auf diesem Fundament entstanden, meine Damen und Herren? Entstanden ist als erstes natürlich ein breiter Fundus an Wissen, an Fakten über das sich ändernde Klima, an Handlungsoptionen zum Klimaschutz, aber auch zur Anpassung an den Klimawandel. Entstanden ist auch ein klimapolitischer Rahmen in Form unseres Energie- und Klimaprogramms. Dieser wird ausgefüllt mit verschiedenen Maßnahmenprogrammen. Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr ist federführend gerade dabei, dieses Klimaprogramm auch gemeinsam mit uns fortzuschreiben. Und Ende des Jahres soll dann dieses fortgeschriebene Programm auch verabschiedet werden. Dazu werden jetzt zurzeit Akteure aus den Kommunen, überhaupt aus der Öffentlichkeit, beteiligt, um dann das neue fortgeschriebene Programm vorstellen zu können. Daraus ableitend ergeben sich für die sächsische Klimapolitik verschiedene Aufgaben. Die Minderung von Treibhausgasen selbstverständlich, einschließlich der Verbesserung der Energieeffizienz. Das Bereitstellen von Klimawissen, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und am Ende eine möglichst praxisnahe Forschung und die Entwicklung von Anpassungsstrategien und Anpassungsmaßnahmen. Wie wichtig gerade die Entwicklung von Anpassungsstrategien sind, haben auch Großereignisse
Witterungsereignisse bei uns gezeigt. Die Flut 2013 jährt sich ja gerade zum fünften Mal. Wir werden da einen Hochwasserschutztag, um das wieder mal in den Fokus zu richten, in der ersten Juniwoche durchführen. Diese Flut 2013 war schlimmer als die Flut 2002 von ihrem Ausgangspotenzial, flächendeckend zum Teil mehr Wasser als 2002, aber die Schäden waren immer noch hoch, aber um 75% geringer als 2002, weil man sich darauf eingestellt hat, weil die Frühwarnsysteme funktioniert haben, weil der Hochwasserschutz inzwischen in großen Teilen schon wirkte und weil sich einfach die Menschen auch ganz anders mit dem vorhandenen Wissen auf solche Ereignisse einstellen können. Gleiches gilt, wenn man von Großereignissen spricht, auf diese Sturmereignisse. Wir haben erst zwei wieder gehabt, Herbert und Friederike, im letzten Herbst und in diesem Winter, zeigen, wie wichtig der begonnene Waldumbau für uns ist und wie intensiv wir ihn weiter betreiben müssen und weiter betreiben werden. Wir haben dort sehr, sehr viel getan und dieser, ich nenne es jetzt mal etwas kleingeredet, Fingerzeig, wenn hier die doppelte Holzmenge in den Wäldern umgefallen ist, die wir im Jahr eigentlich ernten wollten, das bekräftigt uns und ich hoffe, das verstärkt auch meine Bemühungen in den Haushaltsverhandlungen, dort die richtigen Akzente setzen zu können, dass wir dort auch weiter intensiv dranbleiben werden. Es geht aber nicht nur um viel Wasser, es geht auch zum Teil um wenig Wasser. Die Anpassung an den Klimawandel ist daher ein Thema verschiedener Lebensbereiche in der Landwirtschaft, Bewirtschaftung unserer Talsperren. Es geht um die Sicherung unseres Trinkwassers. Deshalb werden wir, und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, die Grundsatzkonzeption Wasserversorgung 2030 jetzt auf den Weg bringen. In den nächsten beiden Jahren wird es intensiv diskutiert und wie gesagt, wir reden sehr oft über das Hochwasser, aber über die Dürreperioden und über die Auswirkungen reden wir, glaube ich, noch zu wenig. Und auch diese ereilen uns immer intensiver. Deshalb ist es auch wichtig, insgesamt mit den Kommunen, mit der Wirtschaft, mit der Verwaltung diese klimatischen Bedingungen zu erläutern und uns damit auseinanderzusetzen. Datenmaterial gibt es inzwischen immer in einer größeren Fülle, aber vor allen Dingen in einer höheren Qualität. Allen voran das regionale Klimainformationssystem REGIS der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, das durch Professor Bernhofer und sein Team an der TU Dresden mitentwickelt und begleitet wird und seit 2012, ich sag mal, auf dem Markt ist, mit durchschnittlich etwa 3000 Zugriffen pro Monat hat sich REGIS mittlerweile gut etabliert. Das ist schon eine Menge, die sich sehen lassen kann. Vor einigen Wochen haben wir zum sechsjährigen Jubiläum den Zugang zu den regionalen Klimadaten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verbessert. Mit dem REGIS Viewer können nun Klimadaten wie Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer und Wind flächendifferenziert und benutzerfreundlich abgerufen und dargestellt werden. In den Tagungspausen habe ich mir sagen lassen, es ist möglich, da mal drauf zu schauen, hier auf das System REGIS gemeinsam mit Fachleuten aus unserem LfUEG kann man das hier vor Ort einfach mal auch ausprobieren. Aktuell arbeiten wir zudem an einem speziellen Angebot zur Darstellung der kommunalen Klimainformation für Landkreise, Städte und Gemeinden. Hier können spezifische Informationen und Daten zu lokalen Klimarisiken und Anpassungsoptionen erhalten werden. Den Prototyp kann man bereits über REGIS erreichen. Bis Ende des Jahres soll dann der erste Ausbaustand zur Verfügung stehen. Der Aufbau dieses kommunalen Portals erfolgt mit Hilfe des Umweltprogrammes LIFE der Europäischen Union im Rahmen des Projekts LIFE Local Adapt. LIFE hat seit 1992 mehr als 4.500 Projekte, davon immerhin 67 unter Beteiligung sächsischer Akteure im Bereich Natur- und Umweltschutz sowie Klimaschutz und Klimaanpassung unterstützt. Gegenwärtig aktuell ist das bereits genannte LIFE Local Adapt, das auf die Einbindung des Klimawandels in das Verwaltungshandeln kleiner und mittlerer Kommunen zielt, in verschiedenen
Orten in der Erprobung, Freital, Lauter, Zittau, Tharandt und Cosmis nehmen an dieser Erprobungsphase teil. Klimaanpassung ist keine Pflichtaufgabe, ist keine Pflichtaufgabe der Gemeinde, aber wer Vorsorge trifft, wer zukunftsfähig seine Gemeinde entwickeln soll, sollte sich intensiv bei allen strategischen Entscheidungen im Bau, in der Stadtentwicklung mit diesem Thema intensivst auseinandersetzen. Ich denke, dafür gibt es inzwischen, wie bereits erwähnt, eine ganze Menge Möglichkeiten, sich dort zu informieren und am Ende auch die richtigen Handlungsentscheidungen zu treffen. Los geht es bei der Bildung, wenn man die Sensibilität entwickeln will. Wir haben auch hier im Freistaat unseren Unterricht darauf ausgestellt. Es gibt den Modellversuch Klimaschulen Sachsen, der vor 3 Jahren gestartet wurde. Über 10 Schulen haben dort eigene Ideen entwickeln können. Das Projektergebnis war so überzeugend, dass die Klimaschule auch in anderen Schulen eingeführt werden soll. Wir werden auch mit dem Kultusministerium gemeinsam über solche neue Impulse noch intensiver sprechen. Da geht es noch um viel mehr, überhaupt um Umweltbildung, nicht nur im Klimabereich. Es geht um Waldpädagogik, es geht um die Themen Landwirtschaft und so weiter. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich denke, wir sind gut aufgestellt, aber wir müssen intensiv an der Thematik dranbleiben. Deshalb ist es wichtig, dass es solche Klimatage wie die Konferenz hier in Annaberg-Buchholz gibt. Ich danke allen, die an der Vorbereitung beteiligt waren, der Landesstiftung Natur und Umwelt, die das Format hier mit trägt. Als Stiftungsratsvorsitzender ist mir natürlich auch eine ganz besondere Freude, das dann hier auch selbst eröffnen zu können. Ich danke für die Unterstützung hier vor Ort und wünsche Ihnen vor allem neue Erkenntnisse, aber vor allen Dingen auch eine bessere, weitere Vernetzung, ob das im Land ist oder auch mit internationalen Gästen, die ich hier an dieser Stelle noch einmal ganz besonders begrüßen möchte. Ich wünsche der Veranstaltung vielen Erfolg. Meinen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Ich darf nun den Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel, für sein Grußwort bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatsminister, meine Herren Abgeordneten des Sächsischen Landtages, Herr Bürgermeister Proksch, nachdem der Minister jetzt eigentlich alle Themen angesprochen hat, kann ich mich ein bisschen kürzer fassen. Ich freue mich außerordentlich, trotz alledem, und das will ich noch einmal sagen, dass wir diese 11. Klimatage hier in Annaberg-Buchholz haben. Und danke daher natürlich der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt und auch Ihnen, Herr Professor Dr. Matschulat, und Ihnen, Herr Professor Dr. Bernhofer, für die intensive Vorbereitung. Und das Thema spricht ja für sich, was für dieses Jahr steht. Mittelgebirge, weißer Fleck im Klimawandel. Jetzt ist ein schwarzer Fleck. Das ist der Vorführeffekt. Und ich meine, es ist ganz wichtig, dass wir über das Thema Klima, Klimawandel nicht nur in großen internationalen Konferenzen reden, sondern dass wir dieses Thema auch zunehmend regionalisieren. Und da bin ich sehr dankbar, dass dieses Thema jetzt schon über 20 Jahre, wenn man es im Zweijahresrhythmus her sieht, hier gespielt wird und dass dieses Jahr dieser Fokus auf die Mittelgebirge gelegt wird. Und gerade das Erzgebirge ist ja eines der größten und wichtigsten Mittelgebirge im Freistaat Sachsen und auch in Mitteleuropa. Ja, ich sage das mit einem gewissen Selbstbewusstsein dort, Herr Professor Doktor, weil Sie so lachen.
Das ist so. Und wir haben viel Bezug auch zu dem Thema Klima. Und von daher ist so eine Konferenz eine hervorragende Chance, mit Wissenschaftlern und mit regionalen Akteuren, auch für interessierte Bürger, untereinander ins Gespräch zu kommen, sich weiterzubilden und Themen aufzugreifen. Und ich habe ja auch sehr interessantes Programm gelesen, und da sind ja sehr kurze, knackige Themen mit verankert. Und wenn ich zum Beispiel heute Nachmittag sehe, das Thema die Bedeutung von Mooren im Erzgebirge, dann ist es ja ein Thema, was wir über unsere Geschäftsführerin, Frau Oehmann ist mit da, über unseren Naturpark Erzgebirge Vogtland seit vielen, vielen Jahren über dieses Revitalisierungsprogramm eigentlich spielen, dass wir versuchen, Moore wieder zu revitalisieren mit allem Aufwand und mit allen Bedingungen, die dort eigentlich gegeben sind, weil wir sehr wohl wissen, dass es natürlich auch letztlich Auswirkungen, dass es nicht nur wichtig ist für Fauna und Flora und für Tierwelt, sondern auch Auswirkungen auf das Klima hat. Und der Staatsminister hat ja darauf hingewiesen, die Zunahme von Extremereignissen in den letzten 20 Jahren, wenn man das einmal schaut, gerade auch in den Mittelgebirgen immer spürbarer, auch wenn das Wasser bei uns, gerade bei Wasser schnell, spüren es trotzdem. Und die Schäden sind auch gravierend. Die Stürme, auch da hat der Staatsminister darauf hingewiesen, oder die Fragen der Trockenheit. Und insofern habe ich heute früh auch in meinem Büro, als meine Mitarbeiter sagten, ach, muss es wieder regnen, ich habe gesagt, von mir aus kann es die nächsten 4 Wochen so schön weiter regnen. Weil die Natur braucht es, der Forst braucht es, das ist ganz wichtig. Und ich denke, gerade auch die kommunalen Handlungsoptionen, die wir auf kommunaler Ebene haben, werden wir zunehmend danach ausrichten müssen, dass wir uns auf Veränderungen, auch auf klimatische Veränderungen einstellen müssen, dass wir auch Möglichkeiten suchen müssen, wie wir regional auch zu dieses Thema Klimaschutz nicht nur darüber reden, sondern auch in Praxis begleiten können und dort ein Stück auch aktiv werden. Aktiver, als wir das vielleicht bisher schon sind. Vielleicht noch 2 Anmerkungen. Das eine ist, wenn wir auf das Thema Hochwasser, da will ich mich hier an der Stelle noch einmal auch die Gelegenheit nutzen, beim Freistaat Sachsen ganz herzlich zu bedanken. Das, was dort in den letzten Jahren nach diesen Hochwasserereignissen, die wir hatten, geschehen ist, das zeigt doch, dass wir mit der Schadensbeseitigung durch eine sehr unkonventionelle Art der Zusammenarbeit sehr, sehr gut vorankommen konnten und dass wir dort sehr viel schon erreicht haben. Wenngleich ich auch eines immer wieder versuche zu sagen, auch denen, die 2013 vielleicht betroffen waren, wir sollten nicht den Fehler tun und den Eindruck erwecken, wir können den absoluten Schutz bieten. Natur wird sich immer wieder andere Wege suchen, und wenn wir die Mauer um noch einen Meter höher bauen an dem Bach, dann wird es irgendwo an einer anderen Stelle, die wir vielleicht heute noch gar nicht im Blick haben, diese Auswirkungen haben. Insofern brauchen wir natürlich auch die Sensibilität unter den Bürgerinnen und Bürgern oder den Einwohnern nach wie vor für solche Themen. Ziel kann ja letztlich nur sein, auch durch solche Hochwasserschutzmaßnahmen, dass die Reaktionszeiten, die wir brauchen zum Schutz von Leib und Leben, zum Schutz von Eigentum, von Infrastruktur, dass wir diese Reaktionszeiten wesentlich verlängern, um damit auch noch zu retten, was zu retten geht, und nicht allzu sehr überrascht zu werden. Und vielen Dank, dass das so gut funktioniert. Ein zweites Thema noch mal ganz kurz, das Thema Wald. Ich war zu Himmelfahrt mit unserem Ministerpräsidenten wandern im schönen Erzgebirge. Und wir haben den Aufstieg von meiner Heimatgemeinde Sosa nach auf den Auersberg gemacht. Und ich hatte glücklicherweise den dortigen Forstamtsleiter und Herrn Schusser mit eingeladen und gebeten, dass er vielleicht mal ein paar Worte dort sagt. Und ich glaube, wir waren insgesamt eine Gruppe von 50, 60 Leuten. Und vielen ist dort auch aus dem, was der Forstamtsleiter uns dort rübergebracht hat, deutlich geworden, wie wichtig
auch die Funktion Wald, wie wichtig das Thema Waldumbau ist, wie weit wir da in Sachsen schon gekommen sind, aber auch welche großen Risiken derzeitig gerade bestehen. Und gerade das Thema Fichte ist ja bei uns sehr stark, das Thema Borkenkäfer, wo der gesamte Forst zurzeit darum bangt, weil wir nicht alle Schäden oder nicht alles Schadholz, was über die Stürme im Herbst und jetzt im Winter angefallen ist, rechtzeitig aus dem Wald herausbekommen, wo wir einfach die Feuchtigkeit brauchen, um diese Population zu unterbinden. Das ist vielen deutlich geworden, weil Herr Schusser sagt, wenn diese Trockenheit so anhält, wie sie gerade zur Himmelfahrt auch war, dann werden wir in 3-4 Jahren uns wundern, wie das Erzgebirge aussieht. Dann wird das, was hier vorhanden war, nicht mehr da sein. Ein Waldsterben eintreten. Weil da lag so eine Fichte und da hat er uns das deutlich gemacht, aus dieser Fichte kann am Ende 1 Million an Borkenkäfern entstehen über eine entsprechende Population. Und das sind große Gefahren, weil wir sind ja als Erzgebirge nicht nur auf den Wald angewiesen. Wir haben insgesamt 7 Trinkwassertalsperren bei uns hier im Landkreis. Und mit diesen 7 Trinkwassertalsperren versorgen wir 3/4 der Menschen im ehemaligen Regierungsbezirk Chemnitz. Dann ist gerade dieses Thema Wald sehr, sehr wichtig und damit auch verbunden das Thema Klima. Und gerade auch für den Tourismus, der ja für uns ein zunehmender Wirtschaftsfaktor geworden ist, ist natürlich auch diese Erholungsfunktion dann die damit verbundene Erholungsfunktion notwendig. Tja, ein letztes Wort will ich noch einmal ansprechen. Wir waren ja vor 2 Jahren, zur letzten Klimakonferenz war ja im Vorfeld die Veranstaltung 100 Jahre Wetterwarte auf dem Fichtelberg. Einige von Ihnen waren sicherlich zugegen zu dieser Veranstaltung, mal interessant. Ein solches Haus zu erleben, ein Haus, das 100 Jahre lang Wetteraufzeichnungen auch mit viel Sach- und Fachkenntnis vorgenommen haben. Wir nehmen es, ich sage das mal so deutlich als Landrat, darf ich das mit doch einer großen Betroffenheit natürlich zur Kenntnis, dass der Deutsche Wetterdienst die Entscheidung getroffen hat, schon vor einigen Jahren, dass alle Wetterwarten vollautomatisch umgerüstet werden bis zum Jahre 2021. Sicherlich kann Technik sehr vieles leisten. Aber, und sehr, sehr vieles auch viel genauer als der Mensch. Aber ich verlasse mich auch immer noch auf meinen gesunden Menschenverstand und auf das, was ich sehe, was ich höre, was ich fühle. Und ich folge auch nicht blind meiner Sylvia im Navigationssystem, sondern ich schaue schon noch hin, wo ich hinfahre. Und insofern bedauere ich das. Ich sage das mal so ganz offen, so eine Entwicklung bei allem Verständnis für Kosten. Ich glaube, dass der Mensch, der Faktor Mensch ganz wichtig ist. Auch in diesem Thema Klima, Wetterbeobachtung, alles, was damit im Zusammenhang steht. Und ich hoffe, dass diese Arbeit auch gerade, die auf dem Fichtelberg vorgenommen wird in der Wetterwarte, dass die noch lange Bestand hat. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir solche Einrichtungen haben. Und ich hoffe auch, dass es viele ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, nicht nur den Wetterbauer Übel im Freistaat Sachsen, sondern auch ein paar andere gibt, die ganz aufmerksam passiert und die mit ihren Beobachtungen ganz natürlich ihre Beobachtungen ihren Mitmenschen erzählen und sie damit sensibilisieren für einen Prozess, der eigentlich vonstatten geht. Und deshalb ist es für mich so wichtig, dass wir solche regionalen Klimakonferenzen haben. Ich freue mich, dass wir zum 11. Male hier in Annaberg diese Konferenz haben und ich hoffe, dass die Stiftung und Sie, meine Herren, auch in den nächsten Jahren immer wieder auf die Region zurückkommen. Es ist wichtig, dieses Thema immer wieder in der Öffentlichkeit auch bewusst zu machen, allen bewusst zu machen, denn Klimawandel, Klimaveränderung ist nichts, was die da oben angeht
und was im Regenwald von Brasilien oder sonst irgendwo entschieden wird, sondern jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten. Und nur wenn wir darüber sprechen, wenn wir das Verständnis dafür auch immer wieder wecken, dann wird es uns gelingen. In diesem Sinne wünsche ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern natürlich sehr interessante Vorträge, sehr interessante Diskussionen. Aber ich wünsche mir vor allen Dingen auch, dass wir ein gutes Feedback aus dieser Veranstaltung haben, was auch in die Öffentlichkeit hinausgeht, in die Region, in die Mittelgebirgslandschaft insgesamt, nicht nur in Erzgebirge, sondern generell. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank für diese Veranstaltung. Alles Gute und ein herzliches Glück auf. Ein herzlicher Dank an Sie, lieber Herr Vogel. Und ich möchte jetzt gleich Herrn Dr. Gericke von der Landesstiftung für Natur und Umwelt um ein kurzes Grußwort bitten. Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel setzen. Das sagte Aristoteles, und lassen Sie uns mit den 11. Annaberger Klimatagen Segel setzen. Sehr geehrter Herr Staatsminister Schmidt, meine sehr verehrten Abgeordnete des Sächsischen Landtages, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schmidt, sehr geehrter Herr Professor Matschulat, Herr Professor Bernhofer, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie zu den 11. Annaberger Klimatagen im Namen der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Hans-Joachim Gericke und ich vertrete den Stiftungsdirektor, von dem ich Sie ganz herzlich grüßen möchte. Ich brauche, glaube ich, nicht zu erwähnen, dass dieses Symposium längst ein fester Bestandteil in Sachsen ist und fest verankert ist und einen ganz wichtigen Beitrag zu den aktuellen Fragen des Klimawandels und dessen Anpassung und dessen Folgen leistet. Die hohe Qualität der Tagung können wir natürlich nur durch starke Partner gewährleisten, und ich möchte mich daher an dieser Stelle ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Professor Matschulat, und mit Ihnen, Herr Professor Bernhofer, an dieser Stelle bedanken. Sie sind ja bereits seit der Geburtsstunde dabei gewesen. Ich möchte mich aber auch ausdrücklich bedanken bei den Partnern der TU Bergakademie Freiberg, der TU Dresden, beim Freistaat Sachsen, insbesondere dem Sächsischen Staatsminister und Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft, dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, dem Deutschen Wetterdienst, der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, dem Interdisziplinären Ökologischen Zentrum, dem Erzgebirgskreis und natürlich der Stadt Annaberg-Buchholz. Mit unserem Tagungsformat ist es uns ja gelungen, fachpolitische Fragen des Klimawandels in den Mittelpunkt zu stellen und dabei ein sehr interdisziplinäres Publikum anzusprechen. Wir haben heute wieder hochkarätige Fachleute aus Sachsen, dem gesamten Bundesgebiet und aus dem Ausland gewinnen können. Ihnen, verehrte Referentinnen und Referenten, sei schon jetzt mein Dank für Ihre Bereitschaft zu referieren ausgesprochen. Diese Tagung bietet in besonderer Weise Gelegenheit zum fachlichen und auch interdisziplinären Austausch, und ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern, das Gespräch in den Pausen zu nutzen, um möglichst viele unterschiedliche Akteure kennenzulernen und Ideen auszutauschen. Meine Damen und Herren, Klimawandel ist eine nicht mehr zu leugnende Tatsache. Als Vertreter der Bildung muss ich sagen, dass wir in der Bildung natürlich sehr eindrucksvolle Beispiele, Vergleiche, Bilder brauchen, um diesen abstrakten Begriff des Klimawandels den Menschen näher zu bringen. Und so haben erst vor wenigen Tagen Forscher der Universitäten Bremen und Innsbruck in einer aktuellen Studie zeigen können, dass das weitere Abschmelzen der Gletscher im Laufe des Jahrhunderts nicht mehr verhindert werden kann, selbst wenn alle Emissionen jetzt gestoppt würden. Wir haben in der Vergangenheit durch Treibhausgasemissionen bereits Entwicklungen angestoßen, die sich nicht mehr aufhalten lassen. Für die Gletscher ist es also sozusagen schon 5 nach 12. Das bedeutet aber auch, dass unser heutiges Verhalten Auswirkungen auf die langfristige Entwicklung der Gletscher hat. Das sollten wir uns dann immer wieder bewusst machen. Und die Wissenschaftler haben nun, um diese Auswirkungen greifbar zu machen, errechnet, dass jedes Kilogramm CO2, das wir heute ausstoßen, langfristig 15 Kilogramm Gletscherschmelze verursachen wird. Umgerechnet auf ein 2016 in Deutschland neu zugelassenes Durchschnittsauto bedeutet das, alle 500 Meter Autofahrt geht ein Kilo Gletschereis verloren. Gut ein Drittel des heute noch vorhandenen Gletschereises ist auch mit den ambitioniertesten Maßnahmen bereits nicht mehr zu retten.
Nun könnten wir sagen, unsere Mittelgebirge haben kein Gletschereis. Das stimmt natürlich. Aber dass auch Sie betroffen sind, Herr Landrat Vogel hat es schon gesagt, und wir entsprechende Anpassungsmaßnahmen vornehmen müssen und können, das wird Gegenstand dieser 11. Annaberger Klimatage sein. Wir als Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt werden die Ergebnisse dieser Tagung in allererster Linie dazu nutzen, um die Bevölkerung in Bildungsveranstaltungen und Aktionen weiter darüber zu informieren, was und wie jeder Einzelne sich dem Klimawandel stellen kann. Denn Johann Heinrich Pestalozzi erinnern, der hat ja gesagt, wenn der Mensch sich etwas vornimmt, so ist ihm mehr möglich, als man glaubt. Und ich denke, daran sollten wir anknüpfen, und in diesem Sinne darf ich der Veranstaltung eine interessante, anregende und sicherlich erfolgreiche Diskussion und einen guten Verlauf wünschen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Gericke. Und ich darf nun um ein kurzes Grußwort bitten von Seiten der Stadt. Herr Proksch, Sie vertreten diese wunderbare und gastfreundliche Stadt Annaberg-Buchholz. Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Natürlich möchte auch ich Sie ganz herzlich im Namen des Hausherrn, Oberbürgermeister Schmidt, ist heute nicht im Dienst, Sie hier herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie so zahlreich hierher gekommen sind, Vertreter aus Politik über alle Ebenen heute, vom Freistaat über die Ministerien, Landtag, Landkreis. Ich sehe auch Bürgermeisterkollegen, sind alle da. Es sind Honoratoren der Wissenschaft hier, der Universitäten, von Instituten und natürlich auch der Wirtschaft. Ich denke, nur gemeinsam in diesem Mix lassen sich die Herausforderungen, die Sie sich inhaltlich auch wieder in den Klimatagen hier auf die Agenda gehoben haben, stellen. Und ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal nur einen kurzen Blick aus Sicht der Kommune darauf werfen, denn wir sind ja Teil des Ganzen und sind hier natürlich genauso gefordert. Und wenn hier steht, weiß genügend Belegbeispiele genannt worden, wo wir überall betroffen sind, und die Kommune ist mittendrin. Denn die Kommune ist, so auch die Stadt Annaberg-Buchholz, kommunaler Waldbesitzer. Wir haben fast 1300 Hektar, also sind in Sachsen auch kein ganz kleiner, wo wir uns auch mit den Themen des Waldumbaus zu beschäftigen haben. Deshalb bitte ich auch um Verständnis, wenn ich dann gleich ins Operative wieder wechsle, weil um 11 ich schon wieder mit dem Revierförster im Buchholzer Wald verabredet bin und mit den Kollegen dort, wie wir weitermachen. Aber Wald hört eben auch an Verwaltungsgrenzen nicht auf. Und so arbeiten wir zum Beispiel eben auch im Rahmen von Interreg mit den tschechischen Nachbarn in Gottesgab am Keilberg über ein gemeinsames Waldprojekt, wo wir uns auch inhaltlich austauschen und wo wir auch sehr aktiv miteinander unterwegs sind. Wir sind zum Unterhalt der Gewässer zweiter Ordnung und darunter als Kommunen zuständig. Also auch da sind wir zum Thema Hochwasserschutz genauso im Boot in der Umsetzung wie das Land und die anderen Beteiligten. Es gibt die Planungshoheit der Kommunen. Stadt Annaberg-Buchholz arbeitet gerade am Flächennutzungsplan. Das ist ein Werk von gigantischem Wissen. Und es ist ja vorhin angesprochen worden, wir wissen sehr viel und wir haben bestimmt eine ganze Menge Datenfriedhöfe, aber wir müssen sie richtig interpretieren und wir müssen sie richtig kommunizieren. Und der Blödsinn, entschuldigen Sie mir bitte den Begriff, der teilweise durch die Medien getrieben wird, auch wo geht die Mobilität hin? Ja, was soll denn der Bürger glauben? Was ist es denn? Soll ich mir einen Diesel kaufen? Soll ich mir einen Benziner kaufen? Am besten wahrscheinlich ein Fahrrad. Also, und wenn ich in der Zeitung lese, dass ich im Hafenviertel ein Fahrverbot habe und wenige Meter weiter die großen Dampfer ihre Diesellaufen haben, dann versteht es der Bürger nicht. Das sind doch die Themen, die auch im Moment eigentlich diese Umsetzungsschwelle eher anheben als senken. Und ich denke, die Kommunikation, die brauchen wir. Und ich finde es gut, dass wir das in unserem regionalen Kreis tun.
und dass wir dieses Wissen, was da ist, dass wir nach der richtigen Interpretation und nach den richtigen Ansätzen für uns suchen, die im Erzgebirge sicherlich andere sind als in der Leipziger Tieflandsbucht oder woanders. Also das sind die Themen, denke ich, da sind wir gefordert und wir Kommunen auch. Und natürlich sind auch in den Planungswerkzeugen eine ganze Menge Wissen aus den Generationen da, was nicht verloren gehen darf. Wir merken das immer, wenn langjährige Mitarbeiter wechseln und dann plötzlich jemand sagt, ja, wo war denn der Wasserlauf oder wo war denn die Frischluftschneise? Das ist doch einfach das, was zum Thema Klima alles irgendwo auch mit dazugehört. Und ich denke, da haben wir unsere Verantwortung. Ich wünsche dieser Veranstaltung gute Gespräche, gute Ansätze, diese Erkenntnisse zu interpretieren, jeder für sich in seinen Verantwortungsbereich mitzunehmen, in eine tatkräftige Umsetzung und ein herzliches Glück auf.